Ich habe heute wieder drei kalorienarme Rezepte für euch. Letztes Mal haben wir drei Rezepte unter 350 Kalorien gemacht. Das Video könnt ihr euch gerne im Anschluss nochmal anschauen, wenn ihr das verpasst habt. Dieses Mal gehen wir noch einen Schritt weiter und machen drei Rezepte unter 300 Kalorien. Es ist dasselbe Spiel wie letztes Mal. Wenn ihr die Kalorien gerne noch erhöhen möchtet von den ganzen Rezepten, dann dürft ihr das selbstverständlich machen. Dennoch möchte ich euch wieder eben diese Rezepte an die Hand geben, für den Fall, dass ihr eben doch nicht mehr so viele Kalorien am Tag offen habt, wenn ihr darauf achtet, oder dass ihr wieder einfach nur einen kleinen Snack oder eine leichte Mahlzeit haben wollt. Je nachdem, was für euch am besten passt. Ich möchte hier noch einmal einen kurzen Disclaimer einwerfen, dass es in einer Diät, falls das euer Ziel sein sollte und ihr deswegen nach kalorienarmen Rezepten sucht, nicht darum geht, möglichst wenig zu essen. Ihr müsst immer noch euren Grundbedarf kennen und ihr müsst immer noch wissen, was euer Körper grundsätzlich braucht, um zu überleben. Also wir wollen hier jetzt nicht in irgendeine komische Schiene abrutschen. So wenig essen wie möglich ist nicht das Ziel und führt vielleicht auch dazu, dass man am Anfang schnell abnimmt. Dennoch, jeder kennt den Jojo-Effekt und genau in solchen Fällen tritt der dann nämlich wieder ein, wenn man dann wieder in alte Verhaltensmuster, in alte Essensgewohnheiten fällt. Daher bitte, strukturiert euren Tag jetzt nicht so, dass ihr diese drei Rezepte nur esst und dann nur 900 Kalorien habt. Bitte nicht. Das ist eindeutig zu wenig. Aber wenn ihr eben eine größere Mahlzeit schon gegessen habt oder viele Snacks gerne esst, dann ist es natürlich eine Option, eine kleinere Mahlzeit mit weniger Kalorien noch zu haben, die trotzdem gut schmeckt. Wie gesagt, das ist das Wichtigste. Aber genug geredet, wir fangen jetzt erstmal an. Und zwar ist das erste Rezept ein leichter Coleslaw-Salat. Ich persönlich liebe das Original. Ich weiß aber auch, was da wirklich drin ist. Und der Begriff Salat ist da etwas weit hergeholt, wenn man bedenkt, dass man dafür auch fast einen Burger essen kann. Ist jetzt übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Wir machen heute eine Light-Variante davon. Und hier haben wir schon einmal die Zutaten parat. Die Inspiration zu dem Rezept stammt übrigens aus diesem Buch. Ich möchte hier jetzt nicht behaupten, dass das alles komplett von 0,0 meine Idee war. Allerdings habe ich dieses Rezept doch sehr stark abgeändert und es zu meinem eigenen Rezept gemacht. Und zwar brauchen wir natürlich erstmal Spitzkohl und Karotten, aber wir brauchen außerdem auch noch Creme Légère und eine Light-Mayonnaise. Ich nehme jetzt diese hier. Die hat 90% weniger Kalorien, dadurch, dass sie zuckerarm und fettreduziert ist. Zudem brauchen wir Tomatenmark und Senf. Ich habe hier den milden Senf, etwas Zitronensaft. Salz und Pfeffer dürfen nicht fehlen und eine Prise Cayennepfeffer. Und zur Erleichterung der Arbeit wäre so eine Reibe ganz schlau. Ihr könnt es aber auch mit einem Messer erreichen, das ist auch in Ordnung. Und zwar kümmern wir uns jetzt zuallererst um unseren Spitzkohl. Das ist natürlich jetzt etwas viel. Wir nehmen 200 Gramm davon. Den Strunk schneiden wir natürlich raus und jetzt schneiden wir den in ganz, ganz dünne Streifen. Einmal noch in der Mitte durch, damit es nicht zu lang wird. So, da haben wir jetzt unsere Spitzkohlgrundlage. Das wird jetzt noch einmal kräftig durchgewaschen und dann gesalzen. Dafür nehmen wir uns jetzt eine Schüssel und hauen da erstmal ordentlich Salz drauf. Und jetzt kneten wir den Kohl, sodass er richtig schön weich und geschmeidig wird. Der ist fertig, dann kommt der jetzt zur Seite. Jetzt sind unsere Karotten dran, die werden natürlich auch geschält, ist klar. An Karotten haben wir jetzt 100 Gramm auf die 200 Gramm Spitzkohl. Die kann man sich jetzt schön klein reiben. Bitte auf die Finger aufpassen, wenn ihr so ein Schutzding nicht habt. Und den letzten Teil schneide ich dann einfach mit dem Messer klein. So, und da haben wir jetzt auch unsere Karottenmasse. Die mischen wir jetzt natürlich unter unseren Kohl. Und zwar nehmen wir 10 Gramm Tomatenmark, 10 Gramm Senf, 50 Gramm von der Light Mayo und 70 Gramm Creme Légère. Jetzt kommt noch der Spritzer Zitronensaft dazu und unser Cayennepfeffer. Da könnt ihr so viel nehmen, wie ihr es gerne möchtet. Und natürlich noch etwas Salz und Pfeffer. Und jetzt vermischen wir das Ganze natürlich wieder.
gründlich, damit da nicht so ein Klumpen Senf und ein Klumpen Tomatenmark übrig bleibt. Und da haben wir es auch schon. Unseren leichten Coleslaw-Salat. Ich garniere den gerne noch mit frischen Kräutern wie Petersilie und Schnittlauch und dann ist er auch schon fertig zum Genießen. Entweder ihr habt hier einen leckeren Snack oder ihr macht ihn natürlich noch als Beilage zu einem anderen Gericht, zum Beispiel Kartoffeln. Das ist euch überlassen. Hier habt ihr auf jeden Fall eine super Variante, wie ihr das Original in etwas gesünder trotzdem genießen könnt. Kommen wir nun zu Rezept Nummer 2. Und ich bin ganz ehrlich, Rezept Nummer 2 ist eigentlich ein Unfall.